Ja, so nach kurzem Umbau, die letzten finden noch ihre Plätze, sind wir zurück mit dem zweiten Teil des Abends der grünen Erzählung. Ich darf erst einmal ganz herzlich Ministerpräsident Winfried Kretschmann begrüßen bei unserer grünen Erzählung. Große Freude für uns, dass Sie da sind, und an der Stelle erstmal einen Applaus. Und bevor wir gleich zur Keynote kommen, möchte ich Ihnen ganz kurz die Moderation vorstellen, die gleich direkt im Anschluss an die Keynote mit der Debatte anschließen wird. Das wird Susanne Bayer sein, die ich ganz kurz vorstellen darf. Sie ist seit langem beim Spiegel als Journalistin tätig, war dort im Kulturressort stellvertretende Leiterin, stellvertretende Chefredakteurin und arbeitet gegenwärtig als Reporterin und Autorin im Hauptstadtbüro des Spiegels. Ja, kurz zur Keynote. Ich denke, es ist vorhin inhaltlich ja schon viel gesagt worden. Der erste Auftakt war stärker auf die Frage der Regierungsverantwortung gepolt. Der zweite Teil der Debatten thematisiert jetzt die individuelle und kollektive Verantwortung. Ein neuer Republikanismus steht in der Debatte. Dazu werden heute Gedanken und Überlegungen vorgestellt von Winfried Kretschmann zunächst. Und im Anschluss, das haben Sie gesehen, gibt es die Debatte mit Peter Unfried, Nora Bossong und Susanne Bayer. Ich denke, Winfried Kretschmann braucht eigentlich auch in der Böll-Stiftung keine große Vorstellung oder Sie werden ihn kennen, vielleicht so viel. Ich denke, für eine grüne Erzählung von Verantwortung dürfte doch die Frage der Regierungsverantwortung des ersten und bisher einzigen Ministerpräsidenten grüner Couleur eine ganz entscheidende Station gewesen sein und nach wie vor sein. Das steht, glaube ich, vollkommen außer Frage und braucht keiner weiteren Erläuterung. Und zugleich, auch das wissen Sie, ist Winfried Kretschmann seit vielen Jahren ein Vordenker grüner Programmatik. Und insofern ist es umso spannender, wenn da bestimmte Überlegungen zu einem neuen Republikanismus angekündigt sind. Ich werde jetzt nicht eine lange Vorrede halten, sondern darf die Bühne an Ministerpräsident Kretschmann übergeben. Ja, lieber Jan-Philipp Albrecht, herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute Abend über das Thema Verantwortung zu reden. Liebe Ricarda, liebe Frau Bossong, lieber Herr Unfried, freue mich an das Gespräch im Anschluss daran. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ihn schon, den neuen Republikanismus, für den ich heute plädieren möchte, zumindest in Ansätzen. Denn ich erlebe das immer wieder, wenn ich in meinem Land unterwegs bin, wenn ich auch Bürgerinnen und Bürger treffe, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen, die eben nicht nur Verantwortung für sich selbst übernehmen, sondern fürs Ganze und für ihre Mitmenschen. Ich denke etwa an einen Termin, den ich vorletzte Woche in Heilbronn hatte. Dort habe ich mit Frauen und Männern ausgetauscht, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge aus der Ukraine engagieren, sozusagen einen Kaffee extra für sie gemacht haben, einen Raum der öffentlichen Begegnung. War unglaublich beeindruckend. Also Menschen, die angesichts des Leids nicht nur nicht wegschauen und nicht nur hinschauen, sondern eben anpacken und helfen. Genau diese Aktivbürger sind die stillen Helden, die unsere Gesellschaft zusammenhalten. Und ich habe den Eindruck, dass wir in den letzten Wochen und Monaten enger zusammengerückt sind. Und das macht Mut, nicht? Das macht nämlich gerade den republikanischen Geist und das gemeinsame Handeln aus, das wir brauchen, um die Zukunftsaufgaben unserer Zeit zu meistern. Und diese sind, wie wir alle wissen, gewaltig.
Zum einen ist da die autoritäre Herausforderung. Unsere Freiheit und liberale Demokratie werden von innen und von außen angegriffen, von innen durch die Feinde der offenen Gesellschaft, um Popper das Begriff zu zitieren, von Rechtspopulisten, Verschwörungsideologen und Demokratieverächtern. Dazu kommen die Angriffe von außen. Die Weltpolitik wird mehr und mehr von der Auseinandersetzung zwischen liberalen Demokratie und autoritären Staaten bestimmt. Und der brutale Überfall Russlands auf die Ukraine ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Nicht? Das ist ja die panische Angst Putins davor, die mit zu diesem Krieg geführt hat, neben seinen imperialen, neoimperialen Großmachtvorstellungen. Ich, auf der anderen Seite sehen wir auch das autoritär geführte China, das eine klare Strategie verfolgt, den globalen Einfluss systematisch auszubauen, Hegemonie der USA zurückzudrängen. Dabei propagiert China ja offensiv, dass sein politisches System der westlichen Demokratie überlegen sei, weil es Probleme effektiver bewältigen könne. Zweite große Herausforderung, die ökologische Herausforderung durch Klimakrise und Artensterben, muss ich jetzt hier, glaube ich, nicht näher erläutern, sondern bespreche es drittens die ökonomische Herausforderung, der tiefe technologische Umbruch, der durch die 3D geprägt ist, Dekarbonisierung, Digitalisierung und disruptive Geschäftsmodelle. All das pflügt unsere Wirtschaft um. Und unter diesen Bedingungen müssen wir unseren Wohlstand auf eine neue wirtschaftliche Grundlage stellen. Es geht also bei den Herausforderungen um ganz existenzielle Fragen, um die natürlichen Grundlagen unseres Lebens, darum, wovon wir in Zukunft leben und darum, wie wir zusammenleben. Und nun kommt durch den brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine noch der Zeitenbruch hinzu. Er bringt ganz neue Zumutungen mit sich. Beispiel nicht, wir haben jetzt die höchste Inflation seit 40 Jahren, bedroht die Ersparnisse und das Einkommen vieler Menschen. Nicht nur die Sanktionen treffen ja auch die eigene Wirtschaft durchaus empfindlich, wenn es um Rohstoffe und Vorprodukte geht. Wir müssen uns auf härtere Zeiten einstellen, auf Einschnitte und Wohlstandsverluste, aber auch auf politische und psychologische Zumutungen, meine Waffenlieferungen an die Ukraine oder die Aufstockung des Wehretats erfordern von vielen Menschen, bisherige Überzeugungen zu überdenken. Damit tun sich viele schwer. Das haben wir in den letzten Wochen gesehen. Ich kann das auch verstehen und dennoch sind Zumutungen unvermeidlich. Aber wahr ist auch, dem Sturm dieser Veränderungen sind wir nicht machtlos ausgeliefert. Es liegt an uns, ob wir in dieser Situation jammern oder anpacken, ob wir verzagen oder mutig sind, ob wir um uns selbst kreisen oder das Ganze in den Blick nehmen. Wir wollen natürlich das Zweite tun und die Herausforderung gemeinsam annehmen und die Veränderungen auch kraftvoll gestalten. So, und das kann die Politik nun nicht alleine leisten. Vielmehr müssen wir alle unsere Ressourcen mobilisieren, um die Krisen zu meistern. Und die wichtigste und stärkste Ressource, die wir haben, sind logischerweise die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Und hier müssen wir ansetzen, was leistet der Staat, was regelt der Markt, wie bringen sich die Bürgerinnen und Bürger ein. Dieses magische Dreieck, Staat, Markt, Bürgergesellschaft, darum geht es, das neu zu justieren. Das ist erstmal Gegenstand meines Vortrags. Und ich glaube, wir brauchen
eine republikanische Wende, einen neuen Republikanismus, der uns als Gesellschaft in diesen schwierigen Zeiten gemeinsam handeln lässt. Und was meine ich mit solch einer Vision konkret? Zunächst geht es einmal um eine Abkehr vom Hyperliberalismus der vergangenen Jahrzehnte. Wir haben seit dem Ende des Kalten Kriegs eine lange Phase der Liberalisierung durchlaufen, ökonomisch wie gesellschaftlich. Die war in vieler Hinsicht segensreich. Globalisierung hat uns große Wohlstandsgewinne gebracht und auch Gesellschaft haben wir an Freiheit gewonnen, beispielsweise bei der Gleichstellung von Mann und Frau oder der Akzeptanz sexueller Vielfalt. Liberalisierung hat aber auch eine eher dunkle Seite. Die Marktlogik hat immer neue Lebensbereiche erfasst und die Politik teilweise an den Rand gedrängt. Wir haben die politischen Grundvoraussetzungen von Märkten teilweise aus dem Blick verloren und uns dadurch in gefährliche Abhängigkeiten begeben. Wir haben es gesehen, Corona bei den medizinischen Produkten oder jetzt beim Gas. Die fortschreitende Individualisierung droht zu einer Atomisierung zu führen, zu einer Konzentration auf das Selbst, wie Charles Taylor das formuliert hat. Und darin sehe ich ein ernstes Problem. Wenn der Individualismus zum Egoismus der Ungebundenen wird, löst sich das gesellschaftliche Miteinander auf. Und deshalb bin ich überzeugt, die Zeit des Hyperliberalismus ist vorbei und jetzt ist die Zeit für einen neuen Republikanismus. Das heißt mehr Gemeinwohl statt Eigennutz. Es muss wieder stärker zur Richtschnur unseres Handels werden. Der Soziologe Amitai Etzioni spricht von einer Verantwortungsgesellschaft, in der die Autonomie des Einzelnen und ein gutes gesellschaftliches Miteinander im Gleichgewicht sind, in der Einzelne nicht nur Verantwortung für sein eigenes Leben trägt, sondern auch für das Schicksal anderer und für das Gemeinwohl. Und das heißt natürlich auch, der neue Republikanismus, mehr Engagement und weniger Zuschauerdemokratie. Also wir brauchen ein Gemeinwesen, das die Menschen von der Zuschauertribüne auf das Spielfeld der Demokratie holt und das gemeinsame tätige Handeln lebt, von dem Hannah Arendt so emphatisch spricht. Und wenn uns das gelingt, entsteht etwas Neues, eine gemeinsame Identität, eine Identität aus gemeinsamem Handeln, ein Miteinander, das mehr als die Summe seiner Teile ist und das Gemeinschaftliche lebt eben dann auf vielfältige Weise, bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Bürgerinitiative, im Kirchenchor oder im Mehrgenerationenhaus, im Kulturverein und im Fußballclub. Das heißt natürlich auch weiter, dass ein neuer Republikanismus bedeutet mehr Pflicht statt Anspruchsdenken und Konsumhaltung. Wir sind eine Gesellschaft, die den Einzelnen in den Mittelpunkt stellt. Das ist auch gut so. Aber angesichts der aktuellen Krisen hilft uns ein Freiheitsbegriff nicht weiter, der sich auf einen staatsfernen Individualismus zurückzieht. Erst recht, wenn gleichzeitig hohe Ansprüche an staatliche Leistungen gestellt werden, frei nach dem Motto, die Straßen müssen frei von Schlaglöchern sein, die Züge dicht getaktet, die Polizei überall präsent, die Schulen müssen kleine Klassen haben, die Universitäten müssen exzellent sein, aber die Steuern eben niedrig. Und es wird Zeit, dass wir verstehen, dass was der Staat ist, was er kann und was er leistet, hängt nicht von irgendwelchen geheimnisvollen Mächten ab, sondern von allem davon, was wir als Individuen und Teil der Gesellschaft daraus machen und welche Pflichten wir bereit sind zu erfüllen.
Der Mensch ist halt keine Insel, sondern ein soziales Wesen. Und daraus erwachsen Bürgerpflichten und Verantwortung für das Ganze. Entsprechend müssen wir das Selbstverständnis von Politik und Gesellschaft neu austarieren. Nicht, das ist die große Aufgabe. Es ist eben nicht nur das Individuum, nicht einfach der Konsument und der Zuschauer gefragt, sondern der aktive Staatsbürger, der Citoyen, der bereit ist, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Und es ist der Kern eines neuen Republikanismus. Wie kommen wir dahin? Wie kann der Staat, wie können wir aus Politik einen neuen Republikanismus befördern? Diese Frage ist alles andere als trivial. Denn gemeinsames Handeln, freiwilliges Engagement und gemeinsam lassen sich nicht verordnen. Aber dennoch ist die Politik nicht machtlos. Sie kann das bürgerschaftliche Engagement, die Orientierung am Gemeinwohl anregen, ermöglichen und unterstützen und so die Grundlagen schaffen, dass sich dieser Republikanismus auch entfalten kann. Ich will dazu 5 Punkte nennen. Erstens, wir brauchen einen Staat, der die Menschen einlädt und ermuntert, sich einzubringen und aktiv zu werden. Schweizer Schriftsteller Max Frisch hat gesagt, Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Das bringt es auf den Punkt, die Bürgerinnen und Bürger sollen aktive Mitgestalter werden. Und dafür müssen wir sie gewinnen und ihnen auch die Möglichkeiten zur Beteiligung geben. In Baden-Württemberg habe ich deshalb vor 11 Jahren die Politik des Gehörtwerdens eingeführt. Mehr Bürgerbeteiligung, das Versprechen wurde anfangs oft belächelt, heute nicht mehr. Dabei setzen wir besonders auf Bürgerräte mit sogenannten Zufallsbürgern, also zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Menschen. Das mag erstmal ungewohnt anmuten, aber das Gute, so finden eben nicht nur die üblichen Verdächtigen Gehör, nicht die interessengeleitet dafür oder dagegen sind, die Vertreter von organisierten Gruppen, die lauten, sondern auch die berühmten stillen Bürger. Sie wissen, dieser Begriff stammt aus der berühmten Leichenrede des Perikles, die er vor 2400 Jahren gehalten hat. Ich lese Ihnen den entscheidenden Passage noch mal vor. Wir vereinigen in uns die Sorge um unser Haus, zugleich und unsere Stadt. Und in verschiedenen Tätigkeiten zugewandt ist doch auch in staatlichen Dingen keiner ohne Urteil. Denn einzig bei uns heißt einer, der daran gar keinen Anteil nimmt, nicht ein stiller Bürger, sondern ein schlechter. Und nur wir entscheiden in den Staatsgeschäften selber oder denken sie doch richtig durch. Und da ist alles drin, was wir in der Bürgerbeteiligung tatsächlich machen. Ja, wir nehmen diese stillen Bürger, die sich also bisher nicht gemeldet haben, für oder gegen etwas, kommen rein und arbeiten sich in die Frage ein. Also das, was Perikles sagt, sie bilden sich ein Urteil über die Staatsgeschäfte. Das tun sie in der Regel mit großer Begeisterung. Und das Entscheidende ist, dass sie kein Eisen im Feuer haben, etwa in einem Konflikt oder bei einer Infrastrukturinvestition, sind sie natürlich Argumenten erstmal viel offener. Das ist das Entscheidende. Dadurch verändern sie den ganzen Prozess des Diskutierens und des Dialogs. Das ist wirklich jedes Mal höchst überraschend und höchst erfrischend. Also wir nehmen
damit auch jene rein, die sich oft übersehen fühlen. Sie müssen immer bedenken, das Erste, wenn die Bürger sich nicht mehr wahrgenommen fühlen, wenn sie sich nicht mehr beteiligt fühlen, ist, dass sie überhaupt noch wahrgenommen werden, dass sie gar nicht mehr in der Debatte im öffentlichen Raum vorkommen, weil irgendwelche Debatten, so läuft es ja immer, jahrelang wird dann über das Gleiche geredet und bestimmte Gruppen kommen nicht mehr vor. Nicht, das vermeidet man damit und man holt sozusagen Menschen rein. Nicht? Und da merkt man, diese stillen Bürger sind eben nicht, wie der Perikles meinte, unbedingt schlechte Bürger, ja, sondern sie werden selber aktiv, zumindest indem sie sich mit den Staatsgeschäften befassen und darin ein fundiertes Urteil sich erwerben. Aber nicht nur die politische Beteiligung müssen wir unterstützen, sondern auch das bürgerschaftliche Engagement. Das ist das größte Pfund für ein gutes Miteinander, sind eben solche Menschen, die nicht auf den Staat warten, sondern die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Und deswegen müssen wir die Eigeninitiative und das gemeinsame Handeln der Bürger nach Kräften unterstützen, etwa indem wir bürokratische Hürden für das Ehrenamt abbauen. Ging jetzt letztens durch die Presse, nicht wie jetzt Schüler, die Kuchen verkaufen, bei irgendeinem Schulfest auf einmal Steuern bezahlen sollen. Ich meine, da fällt einem dann wirklich nichts mehr ein. Das schiebt man immer auf die EU. Jetzt hat einer auch in der EU gesagt, das ist alles Quatsch, das macht ihr selber. Ja, also ich meine, das ist einfach eine Frage, wie man das auslegt und gestaltet. Aber das ist klar, sowas kommt massenhaft vor. Ich habe einen Normenkontrollrat, der hat das mal für Vereine gemacht, da eine Entschlackungskur vorgeschlagen. Und sonst hören die Leute auf. Ich meine, wer will das machen, wenn er da riesige bürokratische Dinge noch machen muss? Oder indem wir Ehrenamtliche mit Weiterbildungsangeboten unterstützen und ihnen bei konkreten Projekten unter die Arme greifen. Das, was ich erzählt habe, diese Gruppe, die sich für ukrainische Geflüchtete eingesetzt hat, verstehen Sie, das funktioniert deswegen gut, wenn sich Profis mit vielen Ehrenamtlichen verbinden, sodass deren Hilfsbereitschaft nicht deswegen ins Leere läuft oder sie frustriert sind, weil es nachher nicht richtig klappt. Also das gut miteinander zu finden, Kern von Profis mit Ehrenamtlichen, die andocken, das ist das, was man genau machen muss. Und das sehe ich überall. Und glauben Sie mir, in einem Land wie in Baden-Württemberg, das da an der Spitze liegt von bürgerschaftlich Engagierten und Ehrenamtlichen, so ein Land regiert man gern. Also, das heißt, der zweite Baustein muss also den Bürgersinn stärken. Nicht, sie frage nicht, was dein Land für dich tun kann und so weiter. Wir wissen ja, wie das berühmte Kennedy-Zitat weitergeht. Nicht, und wenn es, auch wenn dieses Zitat jetzt überstrapaziert wird in Sonntagsreden, aber es drückt genau die Haltung aus, die wir jetzt brauchen. Nicht, und wenn solche eine Haltung propagiert wird von so verschiedenen Denkerinnen wie Martha Nussbaum und Francis Fukuyama, wenn solche unterschiedlichen Denker die Einführung eines allgemeinen Pflichtdienstes befürworten, dann sagt das ja wohl was und das unterstütze ich. Unterstütze die Idee eines verpflichtenden republikanischen Jahres, wonach jeder junge Mensch nach der Schule oder der Ausbildung für eine bestimmte Zeit gesellschaftliche Aufgaben übernimmt. Pflegeheim, Sportverein, Naturschutz, wo auch immer, das kennen wir ja vom Zivildienst, dann, denn dabei gewinnen eben alle, die Einzelnen, die wertvolle Erfahrung für ihr Leben und ihren Beruf sammeln, aber auch die Gesellschaft. Und das möchte ich jetzt ausdrücklich dazu fügen. Ich kann mir selbstverständlich vorstellen, dass das Pflichtjahr auch in der Bundeswehr absolviert werden kann. Ich möchte es jetzt nicht vertiefen mit der Abschaffung der Wehrpflicht, was das bedeutet hat
und dass man es ja eigentlich wirklich nicht mehr wieder einführen kann aus verschiedenen Gründen. Aber das ist vielleicht mal eine Idee, dass man auch das freiwillig machen kann. Also, drittens brauchen wir starke und verlässliche öffentliche Institutionen. Dazu gehören natürlich Kindergärten, Schulen, Hochschulen ebenso wie ein leistungsfähiges Verkehrs- und Gesundheitssystem oder eine bürgernahe Verwaltung und Polizei, eine unabhängige Justiz, sind natürlich das Rückgrat eines demokratischen Gemeinwesens, vermitteln Identität und Zugehörigkeit und sorgen für Stabilität im Wandel und sind natürlich der Nährboden, auf dem eine lebendige Bürgergesellschaft wachsen kann. Aber ich möchte betonen, zu diesen Institutionen gehört auch, dass unsere Demokratie wehrhaft sein muss. Wehrhaft nach innen gegenüber denen, die unsere freiheitliche und demokratische Ordnung zerstören wollen, und wehrhaft nach außen. Wir müssen uns gegen äußere Bedrohungen wehren und verteidigen können, egal ob die Bedrohung wirtschaftlicher, digitaler oder militärischer Natur ist. Und das führt uns jetzt der Krieg in der Ukraine schmerzhaft vor Augen. Und mit diesen starken Institutionen meine ich eine Ertüchtigung des Staates. Wir müssen schneller und effektiver werden, damit unsere Demokratie auf Augenhöhe mit den Herausforderungen der Zeit bleibt. Wir sehen das jetzt beim Klimawandel. Ich meine, wenn wir für einen Windpark 7 Jahre Planung und Genehmigung brauchen, dann scheitert der Kampf dagegen schon aus zeitlichen Gründen, weil wir ja wenig Zeit haben. Und das machen wir gerade exemplarisch. Aber glauben Sie mir, das ist nicht nur bei Windparks so. Das ist überall bei allen Infrastrukturmaßnahmen so. Wir haben jetzt die Elektrifizierung der Strecke von Ulm, der Südbahn von Ulm nach Friedrichshafen eingeweiht. 40 Jahre Debatte um eine bestehende Eisenbahnstrecke zu elektrifizieren, eine Technologie, die wir seit etwa 100 Jahren kennen, das muss man sich mal vorstellen. Oder eine Freiflächen-Photovoltaik in einem Verkehrsohr, Idee des berühmt-berüchtigten Oberbürgermeister Boris Palmer. 8 Jahre gedauert, bis man in diesem Ohr, wo die Straße drumherum, also das, die Ohren können Sie von den großen Kreuzungen, da entstehen ja immer solche Inseln, 8 Jahre, das müssen Sie sich mal vorstellen, bis man da eine genehmigte Freiflächen-Photovoltaikanlage hat. Und das ging auch nur, weil es ein Modellprojekt war, nicht? Da gibt es Vorschriften, es muss mindestens 10 Meter von der Straße entfernt sein, dann ist das Ohr weg. Ja? Nicht? Und seit ich mich damit intensiv beschäftige, ich falle jede Woche vom Glauben ab, was bei uns überhaupt geht und was nicht. Und es geht meistens nicht. Und so wird der Standort Deutschland ins Hintertreffen geraten. Das müssen wir sehen. Und die Demokratie muss zeigen, dass sie auch das besser kann als autoritäre Regime. Viertens brauchen wir einen funktionierenden öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum ist dafür meine Mentorin Hannah Arendt fundamental. Hier kommen wir als Gesellschaft zusammen und treffen dabei nicht auf Gleiche mit einheitlichen Vorstellungen, sondern auf die verschiedenen, auf unterschiedliche Meinungen, die eine große Vielfalt an Perspektiven einbringen. Deshalb streiten wir. Das kennen wir alle und das ist wichtig. Dabei ist aber auch wichtig, zivilisierter Streit hält die Gesellschaft zusammen, unzivilisierter Streit treibt sie auseinander. Und das ist eine wichtige Scheidelinie. Aber daneben können wir auch freundschaftliche Gespräche führen, in denen wir uns, Das meine ich mit freundschaftlichen Gesprächen, indem wir uns in den anderen hineinversetzen und die Wahrheit und das Weltverständnis begreifen,
das in der Meinung des anderen liegt. Also nicht nur die Meinungen aufeinander prallen lassen und streiten, wie es so bei Parteien tun, die streiten natürlich für Erfolg. Und die große Kunst in der Antike war, die politische Kunst war das Überreden. Nicht, aber der Streit unter Freunden ist etwas anderes. Da geht es darum, wie erscheint mir die Welt in der Meinung des anderen? Wie erscheint die Objektivität der Welt in der Meinung des anderen? Das ist das freundschaftliche Gespräch. Und das ist, hat etwas Konstitutives für eine lebendige Demokratie. Der Gedanke stammt, wie gesagt, von meiner Mentorin. Denn hier entsteht die Verbindung, die ein gemeinsames Verständnis von Welt entwickeln. Und von der Gemeinsamkeit der Welt. Und das setzt einen öffentlichen Raum voraus, in dem man die Dinge, es ist mein wieder freundschaftlich, durchsprechen kann. Eine Angelegenheit durchsprechen heißt griechisch Dialegestei. Und Sie sehen, dass das Wort Dialektik darin vorkommt. Und das ist das, was gemeint wird. Die Dinge durchsprechen, indem man den Standpunkt des anderen betrachten kann, indem man dann die Dinge wägt und prüfen kann, den man lernen kann. Und wenn wir auf die Realität des Jahres 2022 schauen, dann stellen wir fest, da ist einiges aus den Fugen geraten. Unmengen von Informationen prasseln auf uns ein. Der Ton in der Debatte wird rauer. Desinformationskampagnen werden gefahren, Verschwörungsideologien verbreitet. Und manchmal hat man den Eindruck, dass sie die Grundkategorien von wahr und falsch, darum geht es natürlich in einer freundschaftlichen Erörterung, in einem Orkan aus Fake News, Irrationalität bis zum Hass auflösen. Und deswegen brauchen wir nichts anderes als ein Programm zur Wiederherstellung funktionierender öffentlicher Räume. Und dabei spielen Fakten eine zentrale Rolle. Nicht, denn unsere Demokratie kann nur funktionieren, wenn wir eine rationale gemeinsame Grundlage an Informationen und Fakten haben und auf der wir uns auch als Gesellschaft austauschen, streiten und Entscheidungen treffen können. Deswegen brauchen wir auch in modernen Gesellschaften verlässliche Instanzen, die uns verlässliche Fakten liefern und sie verständlich aufbereiten. Das ist einerseits die Aufgabe der Wissenschaft. Das kann ich jetzt nicht vertiefen. Und damit sie die Aufgabe gerecht werden kann, müssen wir als Politiker die Forschungsfreiheit hochhalten und eine Vermischung von Wissenschaft und Politik auch vermeiden. Nicht? Das haben wir bei Corona teilweise erlebt. Nicht? Und wenn sich sozusagen Wissenschaftler zu weit in den politischen Raum begeben, was sie selbstverständlich dürfen, aber dann werden sie natürlich auch Bestandteil des politischen Streites, werden Partei, verlieren sie natürlich für die anderen Teile ihr Ansehen. Also das ist kein ganz einfaches Thema. Andererseits kommen hier die Medien ins Spiel. Corona und der Krieg zeigen uns eindrücklich, dass Facebook, Twitter und Co. handwerklich guten Journalismus einfach nicht ersetzen können. Und deswegen müssen wir uns für den Erhalt von Qualitätsjournalismus und Medienvielfalt stark machen. Und außerdem müssen wir uns den sozialen Medien zuwenden. Nicht allzu oft sind sie eben Echokammern von Empörten und Verbreitungsmaschinen von Falschinformation oder gar Hass. Also und im Grunde genommen geht es genau darum, ihr demagogisches Potenzial einzudämmen und ihr demokratisches Potenzial gezielt zu stärken. Das heißt, will ich jetzt auch nicht tiefer darauf eingehen, klare Regeln definieren, rote Linien ziehen und den Hass und die Hetze auch entschlossen bekämpfen. Ohne die Meinungsfreiheit zu gefährden. Ich komme zum fünften Vorschlag. Ein gelebter Föderalismus und starke Kommunen. Denn dieser Republikanismus, wie ich ihn mir vorstelle, begründet sich subsidiär.
Die ausschließliche Zentralisierung von Entscheidungsbefugnissen entfremdet die Menschen von der Politik, verstärkt das Gefühl, die da oben, wir da unten. Und diese Wahrnehmung sehen wir zum Beispiel gerade in Frankreich. Nicht dort schlägt die Polarisierung zwischen Stadt und Land voll durch, mit dem Effekt, dass eine Rechtsradikale bei den Präsidentschaftswahlen über 40% holt. Nicht? Und wenn dagegen die unteren Ebenen mehr selbst entscheiden, was sie entscheiden können, führt das zu einer ganz anderen Lage, aber auch zu einer anderen Identifikation und zu einer besseren Kontrolle von Macht, natürlich auch zu politischer Vielfalt. Sehen wir ja bei uns, dass wir einen bunten Bundesrat hatten wie noch nie. Und man muss einfach sehen, Berlin-München, Berlin-Stuttgart, Berlin-Hannover ist was anderes wie Paris-Straßburg, Paris-Lyon oder Paris-Marseille. Und daran merkt man, was da eine ganz andere gewichtete Struktur da ist. Und ja, ich habe es in den USA gesehen, als ich mit dem legendären Governor Jerry Brown die Under Two Coalition mitbegründet habe. Es war einfach ein wuchtiges Moment gegen die Trumpsche Verleugnung und Bekämpfung der Klimapolitik. Meiner Ansicht nach brauchen wir auch eine neue Föderalismusreform, die Kompetenz, schleichende Aushöhlung der Länderkompetenz beendet und dieses Subsidiaritätsprinzip wieder in den Mittelpunkt stellt. Was heißt es? Politik von unten nach oben denken, die Aufgaben zwischen Bund und Ländern entflechten, die Länder und Kommunen mit ausreichenden Mitteln ausstatten, beziehungsweise ihnen eigene Steuererhebungsrechte zugestehen, unnötige Bürokratie abbauen. Das gilt auch mit Blick auf die EU. Die Stärke des gemeinsamen Europas ist ja, große Probleme zu lösen, für die die Nationalstaaten zu klein sind. Das sind Fragen wie die Außen- und Sicherheitspolitik oder die gemeinsame Währung. Hier brauchen wir eben mehr Europa. Aber über die Gestaltung der Wasserversorgung vor Ort entscheiden wir doch besser auch vor Ort. Und das können Kommunen, glaube ich, besser als Brüssel oder Straßburg. Ich bin also überzeugt, in diesen Zeiten braucht es weniger Zentralismus, mehr Bürgernähe durch starke Länder und Kommunen, aber auch eine tätige Zivilgesellschaft. Denken Sie nur an den Genossenschaftsgedanken. Nicht, was ich jetzt in meinem Land Zug um Zug sehe, dass einfach Bürgerinnen und Bürger ihre Kommune umkrempeln, Genossenschaft bilden, die ein ganzes Dorf mit Nahwärmenetzen machen oder Bürgerwindräder. Also wer einfach ein unverbesserlicher Sozialist ist, der hat einfach gute Möglichkeiten, Gemeineigentum zu bilden, das wirklich sehr relevant ist. Wir sehen es zum Beispiel bei den hohen Mieten, die ein großes Problem sind. Bei uns im Land ist es am besten in der Stadt Ulm. Warum? Weil 40% der Wohnungen sind entweder in städtischem Eigentum, also gehören einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft oder der Genossenschaft, die dort ist. Dann bist du ein Marktfaktor und dann sieht es sofort anders aus. Also meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es war jetzt ein bisschen Schnelldurchlauf für ein Plädoyer für einen neuen Republikanismus. Sie haben aber gesehen, ich habe eigentlich nichts Neues erfunden. Ja, deswegen spricht man doch vielleicht besser von einem erneuerten Republikanismus. Ich wollte jetzt nicht irgendwie ein Drehbuch, wie löst man den Klimawandel besser, also keine inhaltlichen Fragen klären, sondern es geht um die politische Kultur, um die Grundhaltung Politik, Wirtschaft und Bürgerinnen, die es braucht, damit wir die großen Aufgaben unserer Zeit gemeinsam meistern und dem autoritären Gegenmodell die Stirn bieten können. Nochmal mit dem magischen Dreieck, ein handlungsfähiger Staat,
eine sozialökologische Marktwirtschaft, eine aktive Bürgergesellschaft. Ich will aber auch noch mit dem Missverständnis, dass es nicht kommt, Begriffe wie Pflicht, Verantwortung, Gemeinschaft, da wird dann vielleicht manche ein Rückfall in die 50er Jahren, in obrigkeitsstaatliches Denken, in unkritischen Gehorsam. Das ist natürlich genau das Gegenteil meiner Vorstellung einer aktiven Bürgergesellschaft. Ich will nicht Menschen, die einfach machen, was man von ihnen fordert, sondern selbstbewusste und aktive Bürgerinnen und Bürger, die aber Verantwortung für das Ganze übernehmen und die große Transformation unserer Zeit nicht erleiden, sondern aktiv mitgestalten. Ich denke, das könnte eine realistische Vision sein. Ob sie Wirklichkeit wird, das liegt an uns selbst. Vielen herzlichen Dank. Guten Abend, ich grüße Sie. Ist das an? Verstehen Sie mich? Ich bin ja schon kurz vorgestellt worden. Mein Name ist Susanne Bayer. Ich komme vom Spiegel, bin da schon ewig und freue mich, heute Abend hier bei Ihnen zu sein. Es ist ja ein spannendes Thema, spannender Vortrag. Vielen Dank, Herr Kretschmann. Das sind ja Reizbegriffe, Republikanismus, Identität, Pflicht, Verantwortung, die Schlüsselbegriffe, die Sie heute genannt haben. Wir sind uns da, glaube ich, wenn wir in die Tiefe gehen, gar nicht so einig, was es überhaupt bedeutet und wie weit wir da mitgehen wollen. Deswegen freue ich mich, dass wir noch Gelegenheit haben, darüber zu reden. Ich denke, ich will darauf achten, dass Sie auf Ihre Pause kommen, aber ich glaube, ganz bis Viertel nach schaffen wir es nicht, sonst plätschern wir nur auf der Oberfläche. Wenn ich Sie um halb erlöse, ist es hoffentlich in Ordnung, sonst vielen Dank. Sonst machen Sie irgendwelche körpersprachlichen Zeichen und werden Sie unruhig, dann weiß ich, wann ich aufhören soll. Jetzt suche ich nach unserer weiteren Frau, Frau Bossong. Wo sind Sie? Da sind Sie, ganz toll. Dann muss ich Herrn Kretschmann nicht mehr vorstellen. Stelle als nächstes Sie vor. Nora Bossong gilt als die Stimme ihrer Generation, Schriftstellerin, Autorin. Hat ein Buch geschrieben über ihre Generation. Das ist das neueste Buch, es ist eins von vielen. Und das erschien tatsächlich am 24. Februar, als der Krieg ausbrach. Es geht um ihre Generation. Und dann habe ich viele interessante Interviews gelesen, wo Frau Bossong gefragt wurde, auf welches Generationsgefühl ihr Buch denn wie der Krieg sich jetzt auf die Generation der 40-Jährigen auswirkt. Da mussten Sie, glaube ich, weit über das hinausgehen, was Sie in Ihrem Buch festgehalten haben. Mit dem Krieg konnte ja keiner rechnen. Also schön, dass Sie da sind. Frau Bossong zugeschaltet bei uns. Und dann daneben sitzt Peter Unfried, Chefreporter der TAZ. Er gibt auch TAZ Futur 2 heraus. Herausgeber sind Sie nicht, Sie sind der Chefredakteur. Herausgeber, das wollte ich Ihnen natürlich auch erzählen, ist der Harald Welzer, der im Moment in aller Munde ist und auch mit Themen zu tun hat, über die wir heute Abend sprechen werden. Krieg und Waffenlieferung. Alles, was Herr Kretschmann vorgegeben hat, geht ja deutlich in die Aktualität hinein. Und da wollen wir jetzt mal anfangen. Also dieser neue Republikanismus, Verantwortung und Pflicht. Was sehen wir denn da gerade im Aktuellen, was daran anknüpft, was da aber auch im Widerspruch dazu steht? Herr Unfried, fangen wir mal mit Ihnen an. Wir hatten am Sonntag Wahlen gehabt in Nordrhein-Westfalen und wir hatten eine Wahlbeteiligung von 55%, ist das richtig? Und 2017 bei der Wahl davor waren es noch 65%. Ich war am Sonntag in Nordrhein-Westfalen, es war strahlendes Wetter und dann schrieben alle, naja, das Wetter war so schön. Da habe ich mich aber gefragt, kann es nur das gewesen sein, wenn das Wetter schön ist, hat man plötzlich nicht mehr die halbe Stunde Zeit zu wählen. Da muss doch mehr dahinter stecken. Herr Unfried,
Deuten Sie das als ein Symptom einer Verantwortungsmüdigkeit? Nein, überhaupt nicht. Also zum einen würde ich eine Landtagswahl nicht überbewerten, es sei denn, sie ist in Baden-Württemberg. und zum anderen glaube ich, dass, wenn ich das gleich mal knallhart irgendwie zu dem Republikanismus überführen darf, dass das keine Bewegung sein kann, die vom, sagen, einem Gesamtteil der Bevölkerung getragen werden kann, sondern das wird in einem ersten Schritt notwendigerweise, da werden Sie mir hoffentlich widersprechen, eine Art von Elitenbewegung sein. Also was wir jetzt brauchen, sind im Grunde zunächst mal, wir brauchen uns selber so als erste irgendwie Republikaner. Und das sehe ich jetzt bei den Grünen tatsächlich eine eigentlich von mir auch erhoffte Bewegung, nämlich sobald die in der Regierungsverantwortung sind, werden die vernünftig. So. Vorher ist das nicht immer der Fall, aber sobald die in Regierungsverantwortung sind, das war 1998 so und das ist jetzt noch in einem ganz anderen Maße so, werden die republikanisch jetzt vermutlich in Winfried Kretschmanns Sinne. Das heißt, sie verstehen sich im Grunde als diejenigen, die diesen Staat und diese Gesellschaft verteidigen und voranbringen müssen. So, und deswegen wäre mein Punkt, dann höre ich auch auf. Im Grunde geht es zunächst mal irgendwie darum, dass im Grunde die Grünen eine republikanische Erzählung tatsächlich zustande kriegen, die sie selber auch glaubhaft vertreten können. Ja, ich glaube, wir geraten auf Abwege, wenn wir nachfragen, was denn all die Jahre davor war. Waren die Grünen da unvernünftig? Aber das ist nicht unser Thema. Also wir haben, Sie sagen, Wahlbeteiligung ist nicht unbedingt Ausdruck einer Verantwortungsmüdigkeit. Republikanismus aber als Elitenprojekt, da kommen wir unbedingt noch drauf zu sprechen. Aber wir wollen ja erstmal sondieren, wie ist die Lage überhaupt jetzt aktuell? Neben der blöden Wahlbeteiligung am Sonntag haben wir jetzt 2 Jahre zu tun gehabt, Frau Bosson, mit dem Phänomen der Impfverweigerung. Das war natürlich, steigerte sich in dem Maße, in dem dann Impfstoffe da waren. Es hat sich eine neue Szene herausgebildet, wissen Sie alles, die Querdenker-Szene, die sehr vielgestaltig ist. Das ist interessant daran. Sehen Sie bei dieser Bewegung, so vielgestaltig sie ist, einen gemeinsamen Nenner des Protestes, eine gemeinsame Haltung dem Staat gegenüber, die wie auch immer trotzig ist und irgendwie denselben Ursprung hat? Erkennen Sie sowas? Oh, wir hören Sie nicht. Guter Hinweis, nach 2 Jahren Pandemie hat es immer noch... Aber es war einfach, Gott sei Dank. Lautschaltet. Bei den Querdenkern ist ja das sozusagen Problematische, dass diese Bewegung von antidemokratischen Kräften, finde ich sagen, gekapert wurde, aber durchaus mitinstrumentalisiert wurde. Was man aber bei der gesamten Corona-Politik sagen muss, ganz zu Beginn gab es immense Einschnitte und das Zurückdrängen unserer Bürgerrechte. Und es wurde sehr, sehr wenig debattiert. Und ich finde, das ist ein, neben den Querdenkern, die mir auch Sorgen machen, ist aber ein anderer wichtiger Punkt, dass es sehr wenig Stimmen gab, vernünftige, ausgewogene Stimmen, die gut zu hören waren, die wirklich am Anfang sich auch darüber Gedanken gemacht haben, was es eigentlich bedeutet, dass wir so eine einen fulminanten Einschnitt in unserer bürgerlichen Freiheit haben. Und ich glaube, das ist etwas, wenn wir jetzt immer sehr herablassend von den Querdenkern sprechen, wie gesagt, teile ich große Bedenken gegenüber vielen radikalisierter Demonstranten. Aber ich glaube, dass staatliche Vertreter sich diese Arroganz nicht erlauben dürfen, weil es um ein Austarieren geht, wie weit können wir individuelle Freiheiten zurückdrängen zugunsten eines Gemeinwohls und inwiefern müssen da Diskussionen auch nachgeholt werden. Auch wirklich die Frage nach,
dem würdevollen Leben und Sterben, die kamen immer wieder kurz auf. Sie wurden immer wieder beiseite gedrängt. Und ich glaube, wir haben einen wahnsinnigen Nachholbedarf, was das bedeutet. Was es bedeutet hat, die eigenen engsten Verwandten nicht in den Tod begleiten zu können. All diese Kollateralschäden, die immens waren, die die Corona-Politik gebracht hat. Deswegen, wie gesagt, finde ich es ein bisschen zu... Die Querdenker, ja, was sie vereint, um konkret auf ihre Frage einzugehen, ist ein Unbehagen gegenüber staatlicher Autorität, gegenüber staatlicher Obrigkeit und sehr unterschiedliche Vorstellungen. Das entzweit sie dann wieder, wie das anders zu denken ist. Richtung Rechtsautoritarismus, Richtung anarchische Muster. Das geht dann wieder auseinander. Aber ich würde wirklich vorsichtig sein, immer nur mit dem Finger auf die bösen Demonstranten zu schauen oder zu zeigen, sondern eher so ein bisschen in die Selbstkritik zu gehen, was ist eigentlich auch tatsächlich in der Kommunikation nicht so sehr geglückt. Und damit meine ich nicht nur die Politik, ich meine auch die Publizisten, öffentlich intellektuell und wie man uns alle so nennt. Genau, also Herr Kretschmann, das ist ja ein interessanter Punkt. Sie haben ja auch in Ihrer Keynote die Wichtigkeit der Debatte herausgestrichen. Sie sind als Politiker oft Opfer eines Niedergebrülltwerdens. Wir haben das auch in NRW gesehen, dass die Leute, die Mariam Lau jetzt in der Zeit als Alleshasser bezeichnet hat, haben Robert Habeck, haben Annalena Baerbock niedergeschrien. Sie haben es in ihrem Bundesland mit Wutbürgern zu tun. Wenn wir Frau Bossong jetzt folgen, hat dieser Protest aber auch eine wichtige Funktion für die Demokratie. Sind diese lautstarken Prozesse etwas, was ihren Republikanismus gefährdet? Oder ist es ein notwendiger Teil sogar davon, der Widerspruch? Erstmal ist er einfach da. Ob man einem das gefällt oder nicht, er ist einfach da. Ich habe versucht zu erläutern, dass wir Formate machen, wo wir schauen, dass es wirklich noch diskutiert wird. Aber erstmal ist es da, da muss man umgehen. Umgehen damit. Umgekehrt muss man sehen, jetzt kommt da ein Virus und das wir nicht kennen und wir kennen keine Pandemie, damit sind wir noch nie konfrontiert worden. Seit der spanischen Grippe gab es das schon, aber früher hat man das anders behandelt. Da ist man da völlig drüber weggegangen in den 50er Jahren. Daran sieht man, es ist völlig anders gelaufen. Das müssen alle lernen, wie man jetzt damit umgeht. Aber das ist ein Sonderfall. Ich meine, ein Virus ist ja was, eine unpolitische Entität. Der steckt mal an, egal ob das ein Mitglied einer Diktatur oder einer Demokratie ist und was der auch immer denkt, das ist doch dem alles wurscht. Der steckt einfach nur an. Das heißt, es ist erstmal ein unpolitischer Vorgang. Das ist was anderes, als wenn ein Terrorist eine Bombe legt. Das ist ein menschengemachter und damit politischer Vorgang. Und das ist keiner. Und da muss man erstmal anders rangehen. Da muss man erstmal medizinisch rangehen, fragen, wie kann man den eindämmen? Sonst kostet das Hunderttausende und Millionen einfach das Leben. Und das Recht auf Leben ist ein hervorragender Grundwert, so hat es das Bundesverfassungsgericht gesagt. Und diejenigen, die immer von Grundeinschränkungen, von Grundrechten geredet haben, haben dieses Grundrecht merkwürdigerweise immer außen vor gelassen. Das heißt, es ist ein untypischer Vorgang, eine Pandemie. Die ist erstmal überhaupt nicht politisch. Und da müssen wir jetzt nicht die üblichen politischen Maßstäbe anlegen, da läuft man in die Irre. Denn sowas wie der Klimawandel ist menschengemacht und die allermeisten Krisen, die wir haben, sind menschengemacht, außer eben Naturkatastrophen. Und an denen jetzt sich politisch abzuarbeiten, ist nicht gerade, glaube ich, das Glücklichste. Das würde ich nicht empfehlen. Naja, aber es wurde ja Politik daraus, ne? Und wenn wir jetzt mal
Kernbegriff der Pflicht bleiben, sozusagen der Staat, und viele machten ja auch mit und war auch richtig und sinnvoll, die Pflicht, sich jetzt nicht so zu treffen, wie wir das heute Abend tun, sondern aus Rücksicht auf die Gesundheit anderer zu Hause zu bleiben. Wir haben uns da alle in die Pflicht genommen, im Sinne des Gemeinwohls, den Sie ausbuchstabiert haben, und merken aber jetzt die Folgen. Sie in der Kultur merken das besonders, Frau Bussong. So Lesungen gab es nicht, und ich weiß nicht, inwieweit also, Sie davon betroffen waren. Darf ich kurz was sagen? Ja. Weil ich finde, ich würde sehr gerne widersprechen. Ich persönlich habe einen Todesfall erlebt in dieser Zeit, der durchaus auch mit den Maßnahmen der Corona-Pandemie zu tun hat. Ich habe erlebt, dass mein Vater seinen Lebenswillen verloren hat, weil er komplett isoliert war. Und ich werde wirklich ein bisschen wütend, wenn wir es alleine aufzählen, diese Maßnahmen, die komplette Isolation hat nur gerettet, und das andere sind irgendwelche Luxusprobleme. Nein, ich in meiner persönlichen Familie habe erlebt, das hat auch Menschen kaputt gemacht. Ich bin Ministrantin und gehe manchmal mit zu Beerdigungen. Wir haben einen 17-jährigen Schüler beerdigt, der sich das Leben genommen hat. Und ich möchte einfach, ich habe diese ganze Maßnahme mitgemacht. Ich habe sie auch überwiegend für sinnvoll gehalten. Aber ich möchte, dass wir mal wegkommen davon, dass es Luxusprobleme sind, zu sagen, es waren gravierende Einschnitte. Und da werde ich wirklich wütend und finde, das ist kein fairer Umgang mit all jenen, die über Gebühr unter diesen Maßnahmen gelitten haben. Und da ist das ökonomische Einkommen bei Künstlern und Künstlerinnen noch eins der geringeren. Es ging wirklich darum, dass Menschen kaputt gegangen sind. Mhm. Und ich glaube wirklich, dass wir das nicht weitere 2 bis 5 Jahre vor uns herschieben können und immer nur sagen können, naja, das sind dann irgendwie die individuellen Egoisten oder sowas. Nein, das ist es nicht. Und es ist keine unpolitische Entität, wie mit so einem Virus umgegangen wird. Absolut nicht. Dem Virus ist es egal, ob es in Diktaturen oder in Demokratien Menschen ansteckt. Aber die Art und Weise des Umgangs, die Art und Weise der Debatte ist unsere Aufgabe. Es ist die Aufgabe der Politik, die Aufgabe der Gesellschaft. Und wie gesagt, ich finde, dass wir da vielleicht mal ein bisschen anders auch reden sollten. Also was wir das bestreitet doch gar niemand. Mhm. Das bestreitet doch niemand. Genau, aber interessant an dem Punkt ist, dass sozusagen der, was ist Pflicht, ne? Das ist gar nicht so leicht festzuhalten, ne? Also wir haben uns verpflichtet, dazu uns zurückzuhalten, nicht mehr zu treffen. Haben uns erstmal dazu verpflichtet, die Leute nicht im Krankenhaus zu besuchen, die dann aber, das ist die Folge, die Sie mal nannten, alleine starben. Also es ist nicht so leicht auf einen Begriff zu kriegen, bekommen, was ist richtig, welche Form der Pflicht ist wichtig. Ne? Und das ist ein Punkt, auf den ich kommen wollte. Sozusagen auf Gemeinwohl kann man sich schnell einigen, aber was bedeutet es eigentlich und wo ist die Grenze, wo das, was gut gemeint war, auch kippt? In genau das Gegenteil, was man nicht wollte. Aber Sie greifen zum Mikrofon und wollen widersprechen. Erstens, diese scharfen Maßnahmen mit den Krankenhäusern, das war nur ganz am Anfang. Das haben wir selbstverständlich korrigiert. Das war ganz am Anfang, wo wir überhaupt nicht Bescheid wussten, was das bedeutet und welche Potenz dieses Virus hat. Das ist später überhaupt nicht mehr gemacht worden. Erstmal ist man mit einem völlig neuen Phänomen konfrontiert. Kann man doch nicht erwarten, dass man alles richtig macht. Das ist doch ein Ding der Unmöglichkeit. Und die erste republikanische Pflicht ist, dass man sich an Gesetze hält. Und zwar egal, ob sie einem gefallen oder nicht. Und wenn wir uns nur an Gesetze halten würden, die uns selbst gefallen, dann bräuchten wir nämlich keine. Der Sinn der Gesetze ist genau, dass man sich an die hält, die einem nicht gefallen. Drum gibt's die.
Das ist die erste republikanische Pflicht. Und in einer Demokratie kann man Gesetze ändern, Regierungen abwählen, aber solange sie gelten, hält man sich daran, sonst ist man wirklich kein guter Bürger. Zweitens, das ist mal das Erste, zweitens bestreitet niemand, dass der Umgang damit natürlich politischer ist. Ich habe nur gesagt, das Virus ist erstmal eine unpolitische Entität und es hat eine dramatische Krise mit Millionen von Toten ausgelöst und da müssen wir doch erstmal sehen, wie man damit umgeht. Und zweitens wollte ich sagen, sehr früh habe ich gesagt, wir müssen eine Enquete-Kommission einsetzen. Wir haben das gemacht im Landtag. Es wäre aber besser, der Bundestag macht, weil der ist für das Infektionsschutzgesetz zuständig, um aufzuarbeiten und für die nächste Krise sozusagen geklärt zu haben, was wir da machen. Ja. Und das ist, finde ich, ein höchst vernünftiges und republikanisches Vorgehen. Mhm. Und die Pflicht ist gescheitert, nämlich die Impfpflicht. Und das bedauere ich sehr. Mhm. Aber wir sehen das, was Sie vorhin benannt haben. Also zu einem Republikanismus gehört, dass man in den Dialog kommt, entweder in einem Gespräch, das freundschaftlich ist, so haben Sie es ja definiert, und wo man sich vielleicht auch überzeugt, aber jedenfalls, wo man miteinander redet. Wir haben aber jetzt schon einen Punkt gefunden und die Frage der Waffenlieferung ist ein zweiter Punkt, wo wir merken, man ist sich nicht so schnell einig. Herr Unfried, Sie haben ja auch durchaus in einem Artikel diesen neuen Republikanismus befürwortet, aber steht der im Widerspruch zur Polarisierung? Was ist, wenn man an Punkte miteinander gerät, wo man sich eben nicht einigt? Zunächst mal, ich verwende jetzt auch den Begriff Republikanismus, aber ich bin nicht sicher, ob das schon der ideale Begriff ist. Aber lassen Sie uns jetzt mal nehmen. Aber mein Punkt ist, dass ich denke, also zunächst mal gehe ich von mir selber aus und nicht irgendwie, was der Staat irgendwie macht und ob ich das gut oder schlecht finde, sondern irgendwie, wie verhalte ich mich und was habe ich falsch gemacht in den letzten 30, 40 Jahren. Und da gibt es einfach eine ganze Menge. Und das bedeutet im Grunde, dass ich nicht verstanden habe, dass zu einem gelingenden Leben eines Individuums und einer Gesellschaft die Pflicht auch dazugehört. Also ich habe mir heute noch mal nachgelesen, wie das eigentlich beim Eiskunstlauf war. Der Eiskunstlauf. Beim Eiskunstlauf? Ja, pass auf, das ist total interessant. Der Eiskunstlauf bestand historisch aus Pflicht und Kür. Die Pflicht zählte 60%, die Kür 40%. Und dann haben aber die Leute im Zuge sozusagen von 1968 und der Liberalisierung gesagt, ja, Pflicht, also das ist irgendwie blöd und diese Kringel auf dem Eis und das wollen wir alles nicht. Und es ist so anstrengend, das zu trainieren und es dauert so lange. Lass uns weniger Pflicht und mehr Kür machen. Und dann wurde im Zuge der 70er, 80er Jahre die Pflicht zurückgedrängt, die Kür wurde immer mehr. Und 1990, also sozusagen unmittelbar nach dem Ende des Sozialismus, ist die Pflicht abgeschafft worden, weil wir offensichtlich dachten, wir brauchen keine Pflicht mehr. Unser Leben ist eine einzige Kür jetzt. Wir tanzen zu Bolero und das wird alles ganz großartig. Also Ästhetik, Sex irgendwie, das wird unser Leben sein. Und da haben wir uns einfach getäuscht. Wir haben die Pflicht im Grunde im Zuge von 68, was ja eigentlich eine Absage an die Pflicht war und eine Ode an die Freiheit, was auch völlig richtig war. Und die Leute, die das gemacht haben, große Verdienste haben. Aber wir haben einfach vergessen, dass jeder Vorteil einen Nachteil hat. Und der Nachteil ist, dass wir das aufgegeben haben. Und noch der letzte Punkt, den ich machen will. Das große Missverständnis, und das habe ich heute auch wieder bei der ersten Diskussion rausgehört, ist, dass wir im Grunde neoliberal der FDP und der Wirtschaftspolitik zuordnen, aber nicht verstehen, dass wir selber die Neoliberalen sind, was Gesellschaftspolitik angeht und dass die Auflösung der Gesellschaft zum einen ökonomisch-sozialpolitische Entwicklung hatte, wo irgendwie Margaret Thatcher und so weiter dazu beigetragen habe. Aber there is no such thing as society. Das waren wir. Wir haben mit unseren Identitäts
Freiheitsbewegung im Grunde auch die Gesellschaft aufgelöst. Und der Punkt, den ich machen will, ist, wir müssten zunächst einmal verstehen, und das ist ja auch teilweise passiert, zum Beispiel in den Büchern von Robert Habeck, was wir eigentlich selber dazu beigetragen haben, dass es keine Pflicht, kein Republikanismus, kein positives Verhältnis zum Staat gibt oder lange gab. Es hat sich ja jetzt geändert. Und dass wir uns selber sozusagen überhaupt in die Lage versetzen, diesen kulturellen, das ist nämlich ein kulturelles Defizit, was wir uns eingehandelt haben, dieses kulturelle Defizit im Grunde jetzt zu beheben. Und das wird nur gehen, wenn wir sozusagen verstehen, warum wir die sind, die wir heute sind und was uns dazu gemacht hat. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, danke. Kriegen Sie einfach so geschenkt. Ja, wir haben ja eine ungeheure Dynamik seit dem 24. Februar gesellschaftlich, nehmen wir wahr. Und ein Punkt, wo wir, glaube ich, alle immer staunen, ist die Haltung zu Waffenlieferung, aber auch zur Bundeswehr. Sie haben selber gesagt, zu einem sozialen Jahr kann auch gehören, dass sich die jungen Leute verpflichten, zum Bund zu gehen, wenn sie das richtig finden. Also da ist plötzlich eine Aufgeschlossenheit da, auch eine Wehrpflicht gegenüber, die so am 23. Februar in diesem Jahr noch unvorstellbar war. Frau Bosson, von Ihnen weiß ich, dass Sie demnächst hospitieren wollen, das hat mir ein Kollege erzählt und ich glaube, wir haben es auch geschrieben irgendwo im Spiegel, bei der Bundeswehr, dass Sie durchaus auch Freundinnen und Freunde haben, die dienen. Ist da etwas schon immer gewesen oder länger gewesen an Pflichtgefühl, an einem, sagen wir, neuen Verständnis im Sinne von Herrn Unfried und Herrn Kretschmann im Staat? Oder ist da plötzlich ein Pendelschlag in eine andere Richtung gegangen? Also ich kann es zum einen individuell und zum anderen gesellschaftlich beschreiben. Ich glaube, dass sicherlich der 24.2. ein Pendelschlag war, ein ziemlich deutlicher. Das aber, so würde ich das zumindest immer für meine Generation beschreiben, so ein radikal-pazifistischer Ansatz gar nicht mehr so überwogen hat. Und das würde ich tatsächlich auf Joschka Fischer Ende der 90er zurückführen, also gerade bei den Grünen sicherlich eine überaus prägende Figur. Also diese Einsicht, dass militärische Enthaltsamkeit nicht immer das moralisch Gebotene sein muss und nicht immer ist. Das zum einen, ich glaube, dass wir in Deutschland in der Auseinandersetzung mit der Bundeswehr natürlich ein historisch schweres Erbe haben. Die Bundeswehr ist die Armee der Bundesrepublik Deutschland, aber natürlich in den meisten Köpfen setzt sich das fort bis zur Wehrmacht. Und was ist Deutschland und Militär? Inwiefern ist es gerechtfertigt, ist es wichtig, dass Deutschland sich auch militärisch verteidigen kann und militärisch Verantwortung übernehmen kann. Und ich glaube, diese Debatte ist auch eine, die lange nicht angegangen wurde. Also es war eine sicherheitspolitische Blindheit, die jahrelang so mitgetragen wurde, die eigentlich ähnlich ist wie diese Klimablindheit, die ja glücklicherweise durch Fridays for Future wirklich hinweggefegt wurde. Also den Grünen muss man nicht sagen, dass Klima wichtig ist, aber es ist ja nun mittlerweile auch scheinbar in anderen Parteien angekommen. Und diese sicherheitspolitischen Fragen wurden lange eher umschifft. Und ich glaube, dass was wir brauchen, ist eine ehrliche Diskussion über deutsches Militär. Das muss kritisch sein. Also das muss wirklich sehr genau sich anschauen. Wir hatten diese Fälle von beispielsweise Franco A. oder überhaupt rechtsextremen Strukturen in der Bundeswehr. Das ist überhaupt nicht akzeptabel. Es kann aber auch nicht sein, dass Bundeswehrsoldaten, Bundeswehroffiziere beschimpft werden, weil sie ihre Uniform tragen. Das sind Leute, die im Zweifelsfall hier oder am anderen Ende der Welt ihr Leben riskieren, mindestens ihre Gesundheit oder auch psychische Gesundheit, dafür, dass wir hier in Sicherheit leben können. Und
diese Abwertung dieser Lebensentwürfe und dieser Lebensentscheidung, auch diesen Beruf auszuüben, finde ich sehr problematisch. Und ich glaube, dass es uns allen guttun würde, wenn wir mit der gebotenen Kritik, aber auch mit der gebotenen Wertschätzung auf die Bundeswehr schauen würden. Und was suchen Sie da nun selber, also wenn Sie da hospitieren? Wo werden Sie hospitieren und was suchen Sie da, vielleicht auch im Sinne des Themas unseres heutigen Abends? Gibt es da eine Verbindung zu unserem Thema? Naja, ich glaube, ich werde 10 Tage bei der Luftwaffe hospitieren. Danach werde ich noch nicht einsatzfähig sein, als Aushilfssoldatin zu arbeiten. Also das ist noch, kommt noch zu dieser Frage nach dem sozialen Jahr. Inwiefern ist ein Jahr Bundeswehrausbildung überhaupt ausreichend? Brauchen wir nicht doch Berufssoldaten, das nur nebenher? Nein, was ich da suche, ist, ich möchte einfach besser verstehen, wie diese Abläufe dort laufen. Ich möchte besser verstehen, wie militärisches Denken funktioniert, wie strategisches Denken funktioniert, wie diese Leute miteinander umgehen, wie man dort seine Arbeit überdenkt, seine Arbeit plant und Einblicke auch in die Einschätzung von Menschen der Bundeswehr auf die aktuelle Kriegssituation, die natürlich sicherlich eine andere Einschätzung ist, als es Zivilpersonen vornehmen. Und die Soldaten und Soldatinnen treten ihren Beruf an mit dem Wissen, natürlich können sie in einen Krieg hineingezogen werden. Gleichwohl war es in Deutschland lange eine überwiegende Friedensarmee und nicht eine Einsatzarmee. Das heißt, auch dieses Berufsbild wandelt sich. Es wandelt sich die Verantwortung, die die Soldaten und Soldatinnen tragen, für andere, aber auch für sich und für ihr direktes Umfeld. Und das einfach besser zu verstehen. Ich glaube, wenn ich jetzt wirklich Pflicht und Verantwortung übernehmen wollte im Militärischen, dann müsste ich mich verpflichten lassen. Also da reichen 10 Tage tatsächlich nicht aus. Wer weiß, was danach kommt. Da reichen auch 3 Monate nicht aus. Wir sprechen uns danach wieder. Herr Unfried, wenn Sie das hören, die sicherheitspolitische Naivität, so haben Sie es genannt oder so ähnlich, ist das etwas, wo Sie sich im Sinne Ihrer vorherigen Aussage ein bisschen ertappt fühlen? Sie sind jetzt 58, Nora Bussong ist 40. Haben Sie sich so vor 18 Jahren gedacht, ach, gucke ich mal beim Bund nach, wie das funktioniert, das Militärische? Oder waren Sie dann tatsächlich auf der Seite, die Sie eben skizziert haben, als jemand, der sich ein bisschen mehr mit der Kür beschäftigen wollte und diesen Teil der Pflicht, der militärischen Pflicht, nun gar nicht auf sich beziehen wollte? Na, nee, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich war bei der Bundeswehr. Es war das vergeudetste Jahr meines Lebens. Nochmal Beifall. Das heißt aber nicht, dass ich nicht landfähig bin. Also ich habe tatsächlich lange, habe auch lange gedacht, also wenn Krieg sein sollte irgendwie in Europa, dann packen wir die Kinder, nehmen irgendwie den nächsten Flieger und wenn sie uns in Kalifornien reinlassen, dann landen wir da und steigen aus und bleiben dort. Und das war nicht richtig. Also ich muss heute irgendwie sagen, das ist keine gute Lösung, so wie es keine gute Lösung von mir war, dass ich gedacht habe, Baden-Württemberg, CDU, alles schlimm, nix wie weg. Es hatte auch Vorteile. Da lächelt jemand, es hatte auch Vorteile, der Mann mit dem grünen Schlips lächelt. Ich sage, es hatte auch Vorteile, dass ich gegangen bin, aber Winfried Kretschmann zum Beispiel, andere sind geblieben und dass Baden-Württemberg heute kulturell ein anderes Land ist als damals, das verdanken wir natürlich den Leuten, die geblieben sind und was geändert haben und nicht den Leuten, die irgendwie schön dahergeredet haben und gegangen sind. Also kurzum, das war sicher keine patriotische oder republikanische Glanzleistung von mir, aber wenn Sie mich jetzt noch nach den Waffen fragen, was Sie ja nicht getan haben, aber ich antworte trotzdem. Die Grünen sind eine Partei des Menschen- und Völkerrechts und deswegen ist es konsequent und letztlich sozusagen auch im Sinne ihres Gründungsimpulses, dass heute eine überwiegende Mehrheit der Grünen Wählerinnen und Wähler für Waffenlieferung ist. Also wenn man jetzt mal kurz, wenn ich das noch skizzieren darf, die Grünen haben ja schon Anfang der 90er angefangen mit Bosnien, sich mit dem Problem auseinanderzusetzen, dass nie wieder Auschwitz und nie wieder Krieg
nicht immer zusammenpassen kann, sondern dass es passieren kann, dass man das eine Prinzip aufgeben muss, um das andere zu schützen. Damals noch eine radikale Minderheit, Marie-Louise Beck, Daniel Cohn-Bendit, wer war es noch? Lukas Beckmann, Joschka Fischer übrigens dagegen damals. Er ging lieber mit der Mehrheit. Und dann aber hat sich das eben geändert, als in der Regierungsverantwortung war 1999. Und seitdem im Grunde, glaube ich, war das, es war nicht evident, weil sie irgendwie nicht in der Regierung waren, aber im Grunde war das klar, wenn dieser Fall kommen wird, dann werden die Grünen sozusagen als Zentrum der Gesellschaft und weil sie natürlich auch immer Streber sind, irgendwie sofort die Hand strecken und irgendwie ganz stark dafür sein. Also so ist das. Also ich würde aber trotzdem sagen, dass die beiden Klatscher, die sich auf gegensätzliche Punkte bezogen haben, auch zeigen, an diesem Punkt könnten wir noch den ganzen Abend diskutieren und ob es im Sinne des Gemeinwohls ist, jetzt Waffen zu liefern oder nicht zu liefern, zur Bundeswehr zu gehen oder nicht zu gehen, das könnte die ganze Nacht gehen. Also wir sind bei diesen Begriffen, tragen in sich Kipppunkte, eine Dialektik. Und tatsächlich, es wäre toll, wenn wir jedes einzelne Thema vertiefen könnten. Aber Herr Kretschmann, Sie haben einen solchen weiten Bogen geschlagen. Und wir müssen vorankommen mit dem Thema. Ein ganz wichtiger Punkt, der ein anderer ist, ist aber schon gefallen. Herr Unfried hat das in seinem ersten Statement gesagt. Der Republikanismus letztlich als Elitenprojekt. Wir haben das gesehen jetzt bei der geringen Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen. Es kann nicht nur an diesen Vierteln gelegen haben, aber natürlich in Duisburg-Marxloh, in Köln-Korweiler war die Wahlbeteiligung ganz gering. Wir haben es beim Impfen gesehen, als der Impfstoff dann da war, hatten wir nicht nur Impfverweigerer, sondern eine große Gruppe innerhalb der Bevölkerung, die sich gar nicht befähigt sah, diese Anträge zu stellen. Am Anfang war es ja ein bürokratischer Aufwand, an seinen Impftermin zu kommen und die sich deswegen zurückgehalten haben. Also wir haben es mit einer gar nicht so kleinen Gruppe innerhalb der Bevölkerung zu tun, die sich deswegen zurückzieht, weil sie denkt, sie ist nicht mehr Teil von etwas, weil ihnen die Fähigkeiten dazu fehlen. Und Herr Kretschmann, Sie haben ein paar interessante Punkte genannt, wie diese Leute hervorzuholen sind aus ihren Ecken. Aber reicht das? Also reicht das, die paar Leute, die dann mit Glück gelost werden bei Ihnen in Baden-Württemberg und dann bei der Bürgerbeteiligung dabei sind? Oder ist es letztlich so, wie Herr Unfried sagt, dass das, was Sie sich vorstellen, erstmal eine Sache einer Bildungselite ist? In Baden-Württemberg sind über 50% der Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Also was heißt Elite? Es gibt immer Leute, es gibt immer Leute, die gehen voran, welche gibt es verrückt. Es gibt Leute, die sind engagiert, andere sind faul. Ich meine, ich weiß nicht so richtig, was das bedeuten soll, aber bei 50% kann man nicht mehr von Eliten sprechen. Wir haben Vereine, auch wenn wir darüber früher als Vereinsmeierei hergezogen sind, die gibt es seit der 48er Revolution. Das sind die erfunden worden. Das ist ein Bestandteil des kulturellen Lebens, soweit man zurückdenken kann in Deutschland. Was heißt da Eliten? Das sind ganz normale Leute, die irgendeinen Vorstand in einem Fußballverein machen. Also das kann ich erstmal nicht sehen. Aber auch die jungen Fridays for Future, erstmal haben die den Kampf gegen den Klimawandel nicht erfunden. Das will ich schon mal feststellen. Es tut mir immer so, als gäbe es den erst, seit die auf der Straße sind. Das ist nicht der Fall. Wir kämpfen als grüne Partei seit Jahrzehnten dagegen, sondern das Neue an den Fridays for Futures ist, dass es eine republikanische Bewegung ist. Jetzt nicht mehr in einer Institution wie einer Partei, sondern auf einmal sind die überall da. Nicht? Und
die drängen jetzt auch mehr Geschwindigkeit. Sonst hätten wir die auch gar nicht gebraucht. Ja, jetzt sind wir aber zu langsam. Und dann entsteht eine republikanische Bewegung, die überall hineinwirkt. Und das ist das Neue. Nicht, dass sie den Kampf gegen den Klimawandel erfunden haben. So. Aber wenn sie die jetzt soziologisch analysieren, werden sie auch merken, das sind halt nicht die Tranfunzeln aus der Klasse, die das machen, sondern halt die Engagierten. Jetzt kann man die als Eliten bezeichnen, schon fängt man mit einer Spaltung an, die ist doch völlig überflüssig. Das muss man noch nicht machen. Ja, aber ich meine, vorhin haben Sie den wunderschönen Satz gesagt am Anfang, es ist da und was da ist, ist da. So, und wir haben es mit Leuten zu tun, das, und das war ein hoher Anteil bei dieser Impffrage. Die konnten es nicht, die wussten nicht, wo sie hingehen sollen. Und, ich gebe Ihnen noch mal eine kurze Antwort. Mhm. Selbstverständlich wissen wir, dass zum Beispiel in Bürgerinitiativen wenig Frauen sind, wenig Migranten und wenig, fällt mir nicht mehr ein, der dritte Teil. Ja? So, das wissen wir, ist uns bekannt. Und wir versuchen natürlich, dagegen etwas zu tun und an diese Leute ranzukommen. Es gibt jetzt viele Projekte, immer mit mäßigem Erfolg. Man kann den Hund nicht zum Jagen tragen. Das ist einfach so. Aber so, dass wir das nicht wahrnehmen, dass zum Beispiel so wenig Jugendliche oder überhaupt Menschen mit Migrationshintergrund in Vereinen tätig sind, das gar nicht ihrem prozentualen Anteil entspricht, ist natürlich ein Problem. Und dem muss man sich annehmen, schauen, was sind das für Schranken, dass die das nicht machen und sich einfach darum kümmern. Mehr kann man erstmal nicht machen, aber ich will schon noch mal sagen, das haben wir auf dem Film, dass es einfach bestimmte Kohorten der Bevölkerung sind und dann nimmt man die anderen ins Auge, zerbricht sich den Kopf, analysiert, dass man die auch mit der Zeit bekommt. Frau Bussong, jetzt haben sich Herr Unfried und Herr Kretschmann schon zu diesem Gedanken geäußert. Ich habe gesehen, Sie haben sich Notizen gemacht. Ist das ein Punkt, wo Sie auch etwas hinzufügen wollen? Republikanismus als Elitenprojekt und bleibt da eine gewisse Gruppe, die ja auch immer sehr abwertend Abgehängte genannt werden, per se außen vor? Also ich glaube, was wichtig ist, zusammenzusehen, ist Klima und Klasse. Und wir müssen jetzt nicht die Gesellschaft spalten, wenn wir sagen, Fridays for Future waren schon eher Gymnasiastinnen aus okay bürgerlichen Verhältnissen. Das waren wahrscheinlich nicht die aus Marxloh und es waren nicht die, die ab 16 sowieso die ganze Zeit gejobbt haben, irgendwie ihr Geld zusammenzukriegen. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, diese beiden gravierenden Punkte zusammenzudenken, denn sie bedingen sich ja auch im Negativen gegenseitig. Wenn die Klimakrise weiter voranschreitet, wird Armut immer noch weiter zunehmen. Vielleicht in Deutschland nicht unmittelbar sichtbar zusammenhängt, aber in anderen Teilen der Welt natürlich. Und das, was ich mir, wenn ich hier einen Wunsch an die Grünen stellen darf, wird ja auch schon durchaus berücksichtigt, ohne dass ich ihn jetzt nennen muss, aber dass diese Klassenfrage wirklich doch in den Blick genommen wird. Und das hat ja das mit diesem Elitenprojekt, ja oder nein, man kann Menschen ja zur Partizipation bringen. Und das ist dann nicht, dass man den Hund zur Jagd trägt, sondern dass man Menschen, junge Menschen erstmal, überhaupt die Möglichkeit gibt, selbstbewusst und informiert zu partizipieren an unseren politischen Strukturen, Institutionen, wie auch immer, ob sie in Parteien gehen, ob sie zivilgesellschaftlich sich engagieren. Das bedeutet erstmal wirklich, dass es eine bessere Schulbildung geben muss, gerade da, wo es eher Hauptrealschule ist. Es bedeutet, dass es eine größere gesellschaftliche Wertschätzung geben muss für bestimmte Kreise dieser Gesellschaft. Natürlich bedeutet es auch so barrierefrei die Frage, welche Texte müssen auch übersetzt werden, müssen in einfacher Sprache verfügbar sein, um Leute mitzunehmen, die partizipieren wollen und
einfach an den Hürden scheitern, die für uns vielleicht total nichtig erscheinen, aber je nach Einzelfall eben doch nicht sind. Das würde ich mir sehr wünschen, weil ich ja eigentlich glaube, dass politisches Handeln ein extrem großes Geschenk ist und dass es uns sehr viel reicher macht. Und dass gerade, das hatten wir auch in der Keynote, dass wir darüber nachdenken müssen, was eigentlich passiert und wenn unser Wohlstand anders wird. Man kann sagen, der Wohlstand wird schrumpfen in der nächsten Zeit. Man kann auch sagen, er wird anders werden. Und ich glaube, dass politisches Handeln und politische Selbstermächtigung ein ganz großes Fund ist. Und da möglichst viele Menschen mitzunehmen und daran teilhaben zu lassen, kann aus meiner Sicht wirklich eine positive Zukunftsvision sein. Ja, ich verstehe. Neben all diesen schrecklichen Zukunftsvisionen, mit denen wir gerade zu kämpfen haben. Ich verstehe Sie alle drei so, dass das ein Punkt ist, wo Sie sich einigen können. Aber ich habe auch rausgehört bei Ihnen, Frau Bosson, die Grünen, liebe Grüne, bitte die Klassenfrage ernster nehmen. Es ist ein bisschen so, dass die Grüne Partei in dem Ruf steht, die Partei der Wohlbestallten und Gebildeten geworden zu sein. Herr Unfried, ist das so, dass beobachten Sie das auch, dass die Grünen letztlich die Klassenfrage ein bisschen zu weit außen vor halten und es dann zu dem Effekt kommt, dass die sogenannten, ich mag den Begriff nicht, habe aber jetzt auch keinen anderen, Abgehängten letztlich auch keine politische Heimat mehr haben? Ich sehe das völlig anders. Ich sehe das so, dass den Grünen immer vorgeworfen wird, dass sie zu elitär seien und die Klassenfrage nicht im Sinne hätten. Und das führt dazu, dass die Grünen krampfhaft ständig versuchen, sich mit der Klassenfrage zu beschäftigen, wodurch sie keine grüne und sozialökologische Partei mehr sein können. Der Punkt ist, ich kann das nicht ausführen, aber es ist mir sehr wichtig, das nochmal zu sagen, es kann keinen Republikanismus geben im Sozialdemokratismus. Und die Kultur, in der wir leben in Deutschland, politische Kultur, ist der Sozialdemokratismus. Das ist Angela Merkel, das ist Olaf Scholz, das sind Teile der Grünen, das ist die jetzt sanft entschlafene Linkspartei. Und wenn Sie von Kalifornien aus gucken, ist das sogar die FDP, die wir als neoliberale Teufel jetzt irgendwie hier sehen. Das ist von denen aus betrachtet, von Amerika aus betrachtet, auch eine sozialdemokratische Partei. Und der Nachteil, also der Sozialdemokratismus hat viele, viele Vorteile. Der hat irgendwie tolle Sachen geschafft in diesen 70 Jahren, aber er kann jetzt die Probleme der Gegenwart und der Zukunft nicht lösen. Und das liegt daran, dass das, was Herr Kretschmann irgendwie beschworen hat im Sozialdemokratismus, nicht funktionieren kann, weil die Leute im Grunde mit solchen Reden wie man muss sie mitnehmen und man muss ihnen irgendwie das schön erklären und dann werden sie es schon auch machen, aber erst wenn alle sozusagen Sozialleistungen so ausgebaut sind, dass man mit dem Gelddrucken nicht mehr nachkommt und so weiter. Und das führt aber dazu, dass wir im Grunde dann einen Kanzler haben wie Olaf Scholz, der mit diesem wirklich cleveren Wording Respekt gewählt wird. Aber Respekt bedeutet, ich lasse dich in Ruhe. Du kriegst von uns irgendwie, was wir denken, was du brauchst, aber du brauchst dich irgendwie hier nicht weiter um das andere zu kümmern. Aber dann motz wenigstens nicht so viel rum. Und diese Kultur, die führt dazu, dass immer stärker nur gemotzt wird und die Leute immer das Gefühl haben, ich bin zu kurz gekommen. Nun gibt es natürlich viele, die zu kurz gekommen sind, aber es gibt ganz viele, wenn wir 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte betrachten, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht zu kurz gekommen sind in den 70 Jahren. Und die könnten jetzt ihren Arsch wirklich mal, mich eingeschlossen, hochkriegen und sagen, und jetzt tue ich hier etwas mal für diese Gesellschaft und diese Bundesrepublik. Und das brauchen wir jetzt. Mhm. Noch ein Satz dazu. Ich war vorher beim Deutschlandfunk dasselbe Klischee, mit dem ich befragt wurde. Ja, wir sind die Partei der Besserverdienenden und so weiter und so fort. Jetzt nehmen wir mal an, das stimmt, das Klischee. Wer verbietet denn den Leuten, die Sozialdemokraten oder die Linke zu wählen? Niemand. Wenn das so ist, ist doch gut, es gibt ja eine sozialdemokratische Partei, die ist doch wählbar. Das verbietet doch niemand, die zu wählen.
Also ich kann doch nichts dafür, dass bestimmte Leute die Sozis nicht wählen. Ja, wir sind aber jetzt auch wieder beim nächsten Riesenthema. Ich will nur das aufgreifen, was Sie ja selber auch in Ihrer Keynote gesagt haben. Wir brauchen auch Räume, wo die unterschiedlichsten Leute zusammentreffen. Und wenn wir nun sehen, diese Räume gibt es nicht, es trifft sich nicht ein Bewohner von Duisburg, Marxloh, mit jemandem von der anderen Seite des Rheins, dann... Die Sozialdemokraten gehen doch dahin nach Marxloh. Ja, wir können jetzt nicht die Sozialdemokratie bis ins Letzte geißeln, obwohl Ihnen das hier bestimmt alles Spaß macht. Wir müssen auch in die Schlussrunde kommen. Ich finde, wir sind uns jetzt da, dass doch sehr streitbare Themen sind, ein bisschen zu einig gewesen. Jetzt will ich mal wirklich wissen, Herr Unfried, wie ist denn das bei der Tat? Sie schreiben einen Artikel. Da steht jetzt drin, auf in neue Zeiten, wir brauchen einen neuen Republikanismus, alles viel schlauer und besser formuliert. Ist denn das etwas, was die Redaktion der Taz gut aushält? Die kommt doch auch von ganz woanders her. Naja, das offiziell sagen wir dann immer, wir sind eine pluralistische Redaktion und wurden gegründet, um die Vielfalt der Meinung abzubilden, und zwar in einem größeren Maß, als es bisher der Fall war. Faktisch ist so, dass die einen so sagen und die anderen so. Wir haben natürlich eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die das anders sehen. Aber ich würde sagen, es gibt auch eine Reihe, die das so sehen wie ich. Es ist heute Abend nicht so leicht, den Widerspruch zu organisieren. Frau Bussong, helfen Sie mir. Sie sind 40, ja. Sie sind ungefähr so alt, wie die Grünen sind. Wir sehen eine Entwicklung, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber von der Anarcho-Partei hin zur staatstragenden Partei. Es gibt Sie, die in demselben Alter sind. Finden Sie, dass Ihre Generation eine ähnliche Entwicklung vorgenommen hat? Sehen Sie das auch bei sich selber, was da mit der gleichalten Partei passiert ist? Ja, jetzt will ich mich nicht mit der so grünen Partei vergleichen. Ich finde auch gar nicht, dass wir uns alle hier so einig sind. Also ich zumindest bin überhaupt nicht einig mit allem, was die beiden Herren sagen, sehr also gut. Mit einigen schon, aber nicht mit allem. Ein Punkt wäre beispielsweise, dass es natürlich wahr ist, dass zum Republikanismus gehört, dass Gesetze eingehalten werden, aber sowas wie ziviler Ungehorsam ist ja auch wichtig. Und der hat nun durchaus... Oh, da atmet jemand tief ein neben mir. Ja. Dann ein weiterer Punkt ist, glaube ich, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Verantwortung und Pflicht in der Gesellschaft stärken, ich glaube, dass ein soziales Pflichtjahr, ich persönlich glaube, dass es nicht gut ist. Zumindest, wenn wir es jungen Menschen auferlegen. Was ich eine viel bessere Idee fände, mal in den Raum hineingesagt, warum machen wir das nicht eigentlich bei Menschen, die in Ruhestand gehen, die häufig auch vielleicht sogar froh wären, wenn sie eine Aufgabe hätten, wenn sie verlieren ihr Arbeitsumfeld. Manche sind froh, zugegeben, manche aber auch eben nicht. Es ist auf jeden Fall eine andere Phase. Und junge Menschen kommen, es dauert immer länger, bis junge Menschen dann wirklich in ihrem Berufsleben, in ihrem Arbeitsleben ankommen. Und so wichtig und absolut förderwürdig ich es finde, dass wir uns alle sozial engagieren, welchen Punkt noch immer. Ich glaube, ich bin bei 5 ehrenamtlichen Sachen dabei. Also muss man irgendwann aufpassen, dass man zum Geldverdienen kommt, sonst ist man nur im Ehrenamt. Aber wir können das nicht immer alles nur den jungen Leuten auflasten und aufheizen. Ich glaube, da geht es auch um eine faire Verteilung von freiwilliger ehrenamtlicher Verantwortung auf die gesamte Gesellschaft. Und zuletzt vielleicht noch was zu der Sozialdemokratisierung oder zu sozialdemokratischen Deutschland. Ich stimme insofern zu, dass ich es auch für ein großes Problem halte, wenn Bürgerinnen und Bürger den Staat eigentlich so als Selbstbedienungsladen sehen und die Anspruchshaltung immer mehr wächst oder umgekehrt, wie es Herr Unfried darstellte,
sozusagen stillgestellt werden. So, wir erhöhen jetzt mal hier die Sätze und dann ist aber auch mal Ruhe und so. Aber genau darum geht es ja gerade nicht, wenn ich meine, dass wir Partizipation überhaupt erst ermächtigen müssen. Es geht darum, wirklich mündige Bürger, und das ist dann schon Aufgabe, staatliche Aufgabe, Erziehung, Bildung, Schulwesen und so weiter, mündige Menschen die Chance zu geben, mündige Bürger zu werden. Und wenn Leute sagen, nee, interessiert mich aber nicht, dann ist es auch, finde ich, ein gutes Recht, und das ist jetzt noch nicht dass das Egoist, der individualistische Egoismus, sondern es gibt auch das Recht, anarchisch zu denken, es gibt auch das Recht, sich aus bestimmten Sachen herauszuziehen. Und ich hätte ein sehr unwohles Gefühl, wenn wir einen Staat haben, der wirklich komplett durchorganisiert, wie diese Gemeinschaft so funktionieren hat, wie, also da denke ich dann lieber an Mandeville und die Bienenfabel, der recht polemisch einstmals dafür plädierte, dass gerade das Laster eigentlich der Gesellschaft mehr Gutes beibringt. Das ist natürlich oft zitiert und es hat einige Polemik, aber zu sehr von staatlicherseits in das Leben der Bürgerinnen und Bürger hineingreifen, um sie zu tollen Bürgern zu machen, da würde ich gern vorsichtig sein. Ich nehme an der Stelle würde Herr Kretschmann jetzt gern widersprechen, aber das erlauben wir ihm jetzt nicht. Sie brauchen Ihre Pause. Frau Bussong, vielen herzlichen Dank, dass Sie ein bisschen Salz in die Suppe gestreut haben, dass wir sehen können, dass ich hätte Ihnen bei Ihrem Vortrag bei jedem Punkt zunicken können, aber dass wir es hier mit einem schwierigeren Thema zu tun haben, streitbaren Thema zu tun haben. Ich denke, das werden Sie heute Abend, wenn Sie dann endlich auf der Terrasse hier zusammenstehen können, tun, streiten und morgen bei der Fortsetzung Ihrer Diskussionsrunde oder Klausur oder wie man Ihre Veranstaltung nennen will. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, Frau Bussong. Danke, Herr Unfried, für Ihre klugen Gedanken. Vielen Dank, Herr Kretschmann, für Ihre wunderbare Keynote. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und möglichst viel Streit.